In Tadasana. Breng zo beide armen nach oben über den Kopf. Einatmen, ausatmen, Vorwärtsbeugung, Uttanasana. Einatmen, Knie beugen, dein Brustkorb nach vorne zielen. Ausatmen, die Knie wieder strecken, Kopf entspannen. Einatmen, Knie beugen, nach vorne schauen. Ausatmen, wieder runter, Kopf entspannen. Sehr gut. Beide Knie wieder beugen, rechtes Bein bis nach hinten, großer Schritt. Die Arme neben den Körper bringen, Balance, die Arme über den Kopf einatmen. Die Arme nochmal neben den Körper ausatmen, die Arme über den Kopf einatmen. Ausatmen, die Arme seitlich, lateral. Bringst du die Arme über den Kopf, dieses Mal der Oberkörper kommt mit nach oben. Ein- und ausatmen, oben die Balance behalten, ausatmen, beide Hände auf der Matte, beide Beine zurück, Plank Pose. Rechtes und linkes Bein ein bisschen beugen, strecken, die Hüfte spüren, Kniegelenk, Fußgelenk, Chaturanga Dandasana, Brustkorb bis zum Boden, kleine oder große Cobra, einatmen, Child Pose, ausatmen, Stirn bis zur Matte, kurz entspannen dort. Ein- und ausatmen. Einatmen, Angry Cat, runden Rumpf. Setzt du deine Zehe auf der Matte. Adho Mukha Svanasana, Sitzknochen nach oben. Rechte und linke Bein beugen und strecken, während du auch die rechte und linke Ellenbogen beugst und streckst. Die gegenüberne Arm beugen und strecken. Beide Beine strecken, sehr gut. Und bringst du deine linke Bein, rechtes Bein nach vorne, linkes Bein ist hinten. Einatmen, die Arme über den Kopf, ausatmen, Arme runter. Einatmen, lateral, die Arme wieder über den Kopf, ausatmen, Arme runter, swing die Arme nach oben und bringst deinen Oberkörper ein bisschen mit. Einatmen, ausatmen, beide Hände auf der Matte. Einatmen, Plank Pose. Ein bisschen die Hüfte spüren, die Knie spüren, Zehe spüren, ausatmen, Chaturanga Dandasana. Einatmen, Cobra. Ausatmen, Child Pose. Sitzknochen bis zum Ferse, stehen auf der Boden. Entspannen kurz. Einatmen, Angry Cat, rund. Ausatmen, Hundstellung, Becken nach oben bringen. Nochmal Knie beugen und strecken, Ellenbogen beugen und strecken. Der Opposite Arm beugen, beide Knie strecken, Knie auf der Matte. Katzenstellung, Child Pose wieder reichen. Angry Cat einatmen. Becken nach hinten, Child Pose aus. Artikulierst du deinen Rücken. Einatmen, Angry Cat. Und gerade dein Rumpf. Elefantenstellung. Rechtes Bein nach hinten. Flex deine Ellenbogen auf den Boden. Sidekick. Und wieder Elefantenstellung. Ausatmen. Einatmen, rechtes Bein geht zur Seite, Sidekick, flex deinen rechten Fuß. Einatmen, Elefantenstellung. Langsam bringst du deine rechte Knie nah dran auf deinen Brustkorb. Erreichst du mit deiner linken Hand deine rechte Knie und dein Kopf kommt nah an deine Knie. Beide Beine gehen auf der Matte. Und gehen wir mit dem anderen Bein, linkes Bein zur Elefantenstellung, Sidekick, rechte Ellenbogen auf dem Boden, einatmen, beide Beine lang, Sidekick, linke Bein zur Seite, einatmen, Elefantenstellung. Bringst du deine linke Knie nah dran auf deinen Brustkorb, erreichst du mit deiner rechten Hand deine Knie, Kopf nah an deine Beine, Child Pose, kurz entspannen. Auf die Knie in Kamelpose gehen, die Arme gehen über den Kopf, einatmen. Beide Arme hinter den Rumpf gehen lassen, ausatmen. Bildest du einen Diamant in dein Kreuz, erreichst du beide Hände hinter den Rücken, Hände zusammenfalten, Rückbeugung, einatmen.
Ausatmen, rund dein Rumpf. Einatmen, Rückbeugung, schau nach oben. Wenn du willst, kannst du deinen Kopf fallen lassen. Ausatmen, rund dein Rumpf. Sehr gut, einatmen nach oben, Rückbeugung, entspann deinen Kopf hinter dir, Schulterblätter zusammen, runden Rumpf, Katze, Stellung wieder reichen, einatmen. Adho Mukha Svanasana. Lang ziehen, kommt dein rechtes Bein nach oben und geht das rechte Bein vorne plank. Einatmen oben, swing zu plank, das Knie bleibt weg vom Boden. Einatmen, rechtes Bein so weit du kannst oben. Swing nah an deinen Brustkorb. Einatmen, rechtes Bein wieder oben. Dieses Mal gehen wir zur Seite. Sidekick, linke Ellenbogen zum Boden. Linke Ellenbogen strecken, rechtes Bein oben. Sidekick, rechtes Bein zur Seite, linke Ellenbogen runter. Einatmen, hoch. Letztes Mal, Sidekick. Einatmen, hoch. Und komm dein rechtes Knie auf den Boden, linkes Bein, komm in Elefantenstellung, rechtes Arm vor dir. Rechtes Arm erreicht deinen linken Fuß. Kick Arm gegen Bein, Bein gegen Arm, komm in eine leichte Brücke. Geht deine linke Knie neben deine rechte Wade für einen Twist. Rechtes Arm geht nach oben zum Himmel. Plank Pose, einatmen. Chaturanga Dandasana, aus. Einatmen, Cobra. Ausatmen, Hundstellung. Linkes Bein geht nach oben, einatmen. Ausatmen, linke Bein zur Seite, rechte Ellenbogen auf den Boden. Einatmen, linkes Bein hoch. Ausatmen, linke Bein zur Seite, Sidekick, rechte Ellenbogen auf den Boden. Letztes Mal hoch, einatmen. Und swing dein Bein nah an deinen Brustkorb, anderes Mal dieses Mal. Einatmen, linkes Bein hoch. Ausatmen, linkes Bein zu Plank. Letztes Mal linkes Bein hoch. Ausatmen, platzierst du deine linke Knie auf dem Boden, rechtes Bein in Elefantenstellung, linkes Arm vorne. Dein linkes Arm erreicht deinen rechten Fuß. Kick Bein gegen Arm, Arm gegen Bein. Rechtes Knie geht neben deine Wade. Twist Stellung, linkes Arm nach oben zielen. Beide Arme kommen dann in Plank Pose. Einatmen. Ausatmen. Chaturanga Dandasana. Einatmen, Cobra. Ausatmen, Child Pose. Sehr gut. Wir bringen beide Hände hinter den Rumpf und kommen wir in Rabbit Pose auf unseren Kopf. In der Mitte der Kopf das Gewicht legen, die Arme über den Kopf bringen, die Zehe auf die Matte bringen. Strecken wir die Arme über den Kopf und einen Augenblick dort bleiben. Dann nehmen die Arme wieder zurück und unsere Körper kommen aufrecht. Bilden wir eine Diamant hinter unseren Rücken, stellen wir kurz gerade, spürst du deine Atem. Bringst du deine Arme zur Seite, flexst du deine Hände, deine Arme ganz lebendig, die Arme gehen über den Kopf, einatmen und wir werden uns hinsetzen. Beide Beine gehen vorne und erreichen wir Paschimottasana. Beide Hände reichen vielleicht einen Fußball. Wenn die Beine nicht ganz gestreckt sein können, kannst du die Knie ein bisschen beugen und deinen Oberkörper über deine Beine entspannen, Gewicht geben. Beim Einatmen ziehst du deinen Kopf nach oben, beim Ausatmen wieder runter. Paschimottasana. Einatmen ziehst du deinen Oberkörper ein bisschen hoch. Aus, Kopf entspannen, sehr gut.
zielst du deinen Oberkörper hoch, bringst du beide Hände hinter dein Becken und schiebst du dein Becken nach oben. Einatmen, lässt du deinen Kopf nach hinten fallen lassen, die Fußsohle Richtung Boden, Becken höher, ausatmen, Becken senk. Sehr gut. Langsam bringst du dein Becken genau in der Mitte deiner Matte. So kannst du dich hinlegen, deinen gesamten Rumpf auf der Matte bringen. Jetzt spürst du die Länge deinen Körper, bringst du deine Fußsohle nah dran, die Beine hüftbreit parallel. Jetzt spürst du deinen Körper senkrecht auf der Matte, die Schultern weg von deinen Ohren und bringst du beide Beine nach oben. Beugst du deine Knie, die Beine nah dran an deinen Körper und erreichst du Halasana, die Beine über den Kopf. Haltest du dich da, so bringst du dein rechtes Bein nach oben, einatmen. Schulterstand mit einem Bein aus. Bein ausatmen, Bein runter, linkes Bein hoch. Einatmen, Schulterstand mit einem Bein. Ausatmen, linkes Bein runter. Erreichst du deine Wade oder deine Ferse und rollst du ganz langsam, ganz angenehm für deine Wirbelsäule. Kannst du genau jede Wirbelsäule spüren und lang zielen auf der Matte. Sehr gut. Beugst du deine Knie über deinen Brustkorb und bringst du einen Fuß nach dem anderen auf der Matte und dann streckst du deine Beine und so kommst du in Savagasana. Für einen Moment deine gesamte Muskulatur locker lassen. Bringst du beide Hände auf deine erste Chakra, Becken, Chakra, Root Chakra. Spürst du die Energie dieser Chakra? Geh so ein bisschen hoch auf deine Nabelchakra. Jetzt spürst du diese Chakra, gehst du höher auf deinen Solarplexus. Du bildest einen Diamant mit deinen Händen. Langsam auf deine Herzchakra. Jetzt spürst du deine Halschakra und deine Stirn. Deine dritte Auge. Und du lässt deine Crownchakra spüren. So, dein gesamter Körper ist ganz ruhig, ganz zufrieden. Hast du alle sieben Chakras kurz gespürt, aktiviert? Atmest du ein und aus, ganz gemütlich. Loslassen alles. Dich aber trotzdem sehr lebendig spüren. Langsam bringst du ein Bein zu deinen Händen und drückst du so, dass du dich hinsetzen kannst. Im Schneidersitz, wenn du willst, bringst du die Arme über deinen Kopf, atmest du ein, sagst du Danke zu dir selber und ich sage ich vielen Dank, Namaste. Ich wünsche dir einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal und guck mal auf deinen eigenen Prisma, auf deinen eigenen wertvollen Diamant. Bis dann! Sehr bonito.